Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen Days Gone. Ich habe eine gute Nachricht. Wir fangen gleich richtig toll an. Und zwar machen wir gleich Infizierungsgebiet. Da habe ich jetzt Bock drauf. Mach die Tür ob. Drei Nester, na, das kriegen wir locker hin. Wie war denn euer Tag so? Erzählt mal. Hallo? Ist da jemand auf dem Kanal? Nein. O'Brien, bist du das? Ja, hier ist O'Brien. Du hast noch ein Funkgerät von uns. Gott, okay. Also, ich versuch dir zu helfen. Diese Frau zu finden. Sarah Whittaker. Ich habe sie in den Heli gesetzt. In der Nacht in... Ja, ich weiß. Okay. Aber zuerst musst du was für mich tun. Warte. Was? Du willst was von mir? Achte auf die Digitalanzeige deines Geräts. Ich schicke dir eine verschlüsselte Nachricht. Koordinaten. Wir treffen uns dort.
O'Brien, worum zum Teufel geht es hier? Triff mich einfach dort. In meiner Nähe wird's von Nero-Soldaten wimmeln. Sie dürfen dich nicht sehen. O'Brien, Ende. Ach, guck mal, da hinten sind schon wieder Rowdies, die hüpfen auf den Autos rum. Na, so geht das aber nicht, Leute. St. John, Copeland anbieten, St. John. Wir haben einen Job für dich. Ja, ja, war ja klar. Hey, Copeland, ja, okay. Ich komme dann, sobald es reinpasst. Liegen Ende. Ihr meldet euch nur, wenn ihr was wollt. Ihr Kackspaten. Deke, hier ist Tucker. Komm vorbei, ich habe Arbeit für dich. Zack, hey, okay. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Liegen Ende. Wieso, was war denn an dem Satz jetzt verkehrt? Oh, scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Hey, hey, Freaks! Okay. Jetzt. Ach, ihr seid auch alles Banditos, ne? Ja, ja, holt euch die mal. Ich loote so lange. So ein Idioten, locken sie einfach an. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Da ja, ist noch ein Nest. Okay, da. Zünden wir es an. Dann räuchern wir sie mal aus. Kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Oh ja, das ist aber ganz nah. Fuck, jetzt muss ich auch nur so weit rein. So, das war Nest Nummer 1. Was ist los? Seid ihr wohnungslos? Warte. Ich helfe euch. Hallo, hier hinten, hier stehe ich, hallo. Das ist blöd zu gucken, ey. Das war's für dich. Weg mit euch. Hey, warte mal, hier ist ein Nest. Wo ist denn das? Ist das oben? Wie komme ich da noch hin? Wie komme ich denn da hin? Oh Gott, und schon wieder so eine Kackstelle, ne?
wäre ja fast schiefgelaufen. Alter, die sind aber auch flink, die Viecher. Okay, ich brauche Schrott unbedingt. Da wird hier das letzte drin sein, das sieht schon so komisch aus. Nee, Mist. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Noch eins, ja. Zeit für ein Lagerfeuer. Ich folge ihm mal, ich guck mal, wo er hingeht. Ich glaube, der geht nirgendwo mehr hin. Junge, du hast da was. Nice, ging ja schnell. Das war's. In Zukunft gibt's hier hoffentlich weniger Freaks. Das glaubst aber auch nur du. Wenn die keine Freaks sind, dann werden hier Banditen sein, definitiv. Toll, eine Tankstelle und es gibt nur einen Lappen. Nice, danke, danke Spiel. Was letztes Mal warst du gnädig jetzt zu mir. Gucken wir mal gleich, was wir als nächstes machen. Und zwar Aufträge. Was haben wir denn da noch? Oh Gott, oh Gott. Hinterhaltcamp. Wollen sie auch schon wieder von uns? Hot Springs hat auch noch Sachen für uns. Dann gucken wir mal. Erstmal gehen wir da oben alles suchen. Scharfschütze auf der Straße. Scheiße. Was? Wo? Scharfschütze auf der Straße? Wo denn? Hä? Hm. Adik, du wirst schon recht haben. Die Benzin ist gar nicht mal so schlecht. Ist ja gar nichts. Hier ist ja überhaupt nichts zum Looten.
macht ihr das, ha? Schießt auf mich, scheiß Bastard! Verdammt! Wir haben eins verloren! Ihr habt noch mehr verloren. Die kleinen hinterhältigen Bastarde, Alter. Denn ist hier gar nichts. Mobbing-Spiel. Aber dafür habe ich meinen Schrott, den ich haben wollte. Das ist das Wichtigste. Sollte eigentlich mal langsam den Baseballschläger mit dem Sägeblatt herstellen. Wenn ich einen neuen Baseballschläger finde, mache ich das. Bin ich da? Du hast mich nicht gesehen. Scheiße. Ach Mann. Okay, schauen wir uns mal um. Geht doch. Ja, Fleisch. Der Hirsch ist riesig. Was kriegt er raus? Ein Fleisch. Wie viele Stücken schneidet Ende daraus? Oder wie groß ist das Stück? Schönes. Gar nichts. Okay. Doch, wir haben doch was. Ah. Oder auch nichts. Wir haben nichts. Nice, danke. Du hattest, ne? Da. Dich machen wir auf jeden Fall. Schnellreise. Raide mit Copeland. Ja, dann raiden wir mal mit Copeland. Würdest du bitte auf dein Motorrad aufsteigen? Danke. Ja, Schrott oder sowas. Hätte doch möglich sein können. Bob sagt, du hast viel im Camp geholfen. Er gibt's nicht zu, aber
Er weiß das zu schätzen. Manny, ich bin immer noch nicht mit dir zufrieden. Okay, bis dann, Dienst. Hätte nicht gedacht, dich so oft hier zu sehen. Hey. Das hält erstmal. Na dann. Ciao. Tag, hey. Ich hab dich hier lange nicht gesehen. Ich auch nicht, Püppi. Oh, Püppi, ich hab dich auch schon lange nicht mehr gesehen. Jazzy, nein, wir sind nicht weg. Boozer kann nicht mehr fahren. Wir sind jetzt im Lost Lake Camp und ich glaube nicht, dass wir irgendwo hinfahren. Scheiße, Deke. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich meine, ich habe Gerüchte von draußen gehört, weißt du? Dass Boozer verletzt ist, aber ich wusste nicht, wie schlimm. Ziemlich. Also, das Angebot steht. Falls wir aufbrechen nach Smith Rock, dann nehmen wir dich mit. Verstanden? Ja, Deke, klar. Die reden alle ein bisschen komisch. Oh, okay. Alle einen Sprachfehler oder was? St. John, ich habe einen Job für dich. Cope. Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung. Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar. Ich will, dass du dich um ein Plünderer-Camp bei den verbrannten Hütten am Cascade Highway kümmerst. Weißt du, welche ich meine? Ja, das kenne ich. Funk mich an, wenn du Fragen hast. Er kam nicht zurück. Ja, das geht ihn mal suchen. Aber er ist geschlafen, weil es wird dunkel. Es ist Nacht geworden. Da sind mir zu viele unterwegs. So, denn wo ist hier die Penne? Wo ist denn jetzt? Vielleicht da oben, ernsthaft? Die haben sich aber hier Mühe gegeben mit ihrem Baumhäuschen, ne? Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Ja. Hallo Freunde. Ach da. So, welche Richtung müssen wir denn fahren? Wir müssen da und da, okay. Tu mal professionell und weiß überhaupt nicht. Was gibt's? Ich mache dir auf. Danke, nächstes Mal ein bisschen, ne? Mit mehr Elan! Geht doch.
Ja, die werden wir wohl nicht wieder lebend wiederfinden. Das ist amtlich. Cope, ich fahre jetzt zu diesem Drifter-Camp am Highway. Weißt du noch irgendwas darüber? Nicht viel. Sie folgten einem Versorgungstrupp. Ein bisschen zu dicht. Einer von uns sollte sie ausspionieren. Er kam nicht zurück. Hast du jemanden, der nach ihm sucht? Ja. Einen Mann namens Deacon St. John. Cope Ende. Haha, du bist ja sehr witzig. Die Flasche gerade gespawnt? Na gut, wo? Ah. Was ist es? Nein! Nein! Sag uns, was wir wissen wollen! Ich weiß nicht! Nein! Nein! Nicht! Oh nein! Nein! Ja? Du hast gar nichts, ha? Die Versorgungstrupps! Wo kriegt ihr das Zeug für euer Camp her? Ich weiß nicht! Sag's mir! Nein! Nicht! Ich bin... Copeland heißt er? Wie viele Leute sind da? Im Camp? Wie viele? Paar. Wie viele? Da kommen welche! Läuft da nur rum? Scheiße! Schnapp dir das Schwein! Er hat sich um! Lass den armen Mann in Ruhe, sage ich euch. Ich hab gerade noch dran gedacht, nicht reinzulaufen. Aufhören! Aufhören! Jetzt sei still, ich bin dich los. Was? Was? Du bist nicht... Copeland schickt mich. Komm schon, steh auf. Oh mein Gott, danke. Komm schon. Sie haben uns verfolgt bei der Beutejagd. Ich wusste nicht weiter. Hey, sei still. Kannst du laufen? Was? Ja, ja. Na dann los, lauf. Danke. Ich sag Copeland, was du getan hast. Jetzt leck mich am Arsch! Ey, ist doch nicht wahr! Braucht man immer. Ja, komischerweise bin ich darin besser als Pokémon zu finden.
Okay, wir haben unser Vertrauen erhöht. In dem Camp. Ob sich das lohnt? Wir haben nur 1000. Ich habe einfach zu wenig Kohle, um die Sachen da zu kaufen, glaube ich. Ich will doch nur diese eine Tasche haben fürs Motorrad. Hi. Satteltaschen können mit zusätzlicher Munition beladen werden und deswegen wollte ich diese haben. Danke. Cool. Brauchst du noch was? Das sollte eine Weile halten. Wieder flott. Ja, immer braucht man schon. Und schon ist die Kohle wieder weg. Fuck. Das für dich ein. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Ja, ne, finde ich auch. Gute Wahl. Und schon habe ich keine Kohle mehr. Danke. Okay, bis dann, Dean. Na siehst du, die Karre wird doch langsam. So. Schade, dass man nicht sehen kann, wie viel Vertrauen man hier hat. Was habe ich da eigentlich? Oh, auch schon 2, okay. Na, die will doch bestimmt auch wieder so ein scheiß Camp. Cole, ich hab deinen Mann. Ich weiß, lass ihn rein. Gerade so. Er ist zu Fuß auf dem Rückweg. Vielleicht schickst du jemanden. Mach ich. Danke, St. John. Copeland Ende. Ja, wir hätten ihn das ja auch persönlich sagen können. Alter, 11.000. Die muss ich auch erstmal ausgeben nachher. Hey, danke dir. Was möchtest du? Na, Mutti, was hast du? Kein Problem. Ja, Tuck, was gibt's? Alkai hat doch von Rippern erzählt, die zu uns unterwegs sind. Ich erinnere mich. Er sagte, er hat nicht versucht, sie aufzuhalten. Tja, sie haben Hot Springs ausgekundschaftet. Ein paar Leute sind ihnen zu ihrem Camp gefolgt. In den Felsen südlich der Twin Craters. Gottverdammte Ripper. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Da ist noch eine Rechnung offen. Eine Rechnung? Wovon redest du denn da? Schon gut. Schon gut. Schon gut. So, welche Richtung müssen wir denn? Da hinten. 1,1 Kilometer. Okay. Jetzt fahr mal rein. Bis du essen.
geht's, Danny. Ja, lass uns doch mal gucken. Hier gibt's da irgendwas in der Nähe, wo ich da... Das machen wir. St. John, hier ist Copeland. Manny sagt, er hat etwas für dein Bike. Ich bin nicht sicher, ob ich genug Punkte habe. Wenn doch, komm vorbei. Wird sich lohnen. Copeland Ende. Dann schreib mir die Punkte doch gut, du Arschloch. Wegen St. John, hier ist Mark Copeland. Ich wollte mich für die Sache mit deinem Bike entschuldigen. Allem, was du für das Camp getan hast. Naja, ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wie gesagt, tut mir leid. Könntet ihr bitte weggehen? Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Danke. Alle hier stehen? Etwas bewegt sich. Ich sehe ihn leider hinterm Baum nicht richtig. Ja, auf ihn schießt du, ich bin noch gar nicht da. Fick dich, Rest in Peace, da kann ich dir helfen. Hinab, Arschloch! Wo ist Carlos, du Arschloch, ha? Schickt er euch? Kommt schon, ihr Mistkerle! Komm schon, du Scheißkerl, komm schon! Na komm her, du Sacklaus! Das war der Letzte. Das war das. Hier! Ist hier!
Tucker, bist du da? Mach dir keine Sorgen mehr über dieses Ripper-Camp. Ich hab's ausgelöscht. Jeden Einzelnen. Sehr gut. Klingt, als wär's was Persönliches gewesen. Alkai sagt, es gibt Gerüchte, dass die Ripper hinter dem Biker-Kommissar sind. Sagen wir einfach, sie haben sich mit dem Falschen angelegt. Dicken N. Können deine bekifften Jünger sich diesen Scheiß überhaupt anhören? Habt ihr denn noch ein bisschen Loot für mich übrig gelassen? Ein Siegeblatt, wo krieg ich das denn her? Ach, das ist doch scheiße. Rad, wo hast du eine Horde gesehen? Ah, ich höre sie. Mehr wie Icke. So, wir haben da hinten, haben wir, ich erinnere mich, ich brauche deine Hilfe, verlos, um dich mit O'Brien zu treffen. Ich glaube, wir machen das O'Brien-Ding. Davon fahren wir von da aus hin und dann... Deswegen hat sich die ganze Zeit auch die Musik so bedrohlich angehört. Ich habe da gar nicht drauf geachtet gerade. Ich war mit Looten beschäftigt. Ich brauche Benzin. Hey, hier ist jemand. Mach auf. Oh, du bist's. Hey. Shit, du brauchst echt viel Benzin. Ja, ne, ich brauche echt viel Benzin, ich weiß. Okay, für alles brauche ich zwei, das ist ja okay. Individuelle Akzente, zeig doch mal her, was haben wir denn hier Schönes? Horizon Zero Dawn, da habe ich Bock drauf. Okay. Ciao. Hier ist ein Fragezeichen. Was? Wo? Hä? Ihr war doch gerade ein Fragezeichen. Scheiße, mach schnell. Kümmer dich einfach um deinen Laden.
Die Musik wird schon wieder bedrohlich, das heißt, irgendwo ist eine Horde in der Nähe. Ich hoffe, ich fahre nicht in den rein. Schau ich mal kurz hier um. Hör doch auf auszuweichen, Junge. Hör auf zu schreien. In der Hoffnung, dass ich hier ein Sägeblatt finde, aber... Ich glaube nicht dran. Alles klar. Ui, das hat sich ja richtig gelohnt, Mensch. Hallo, Freunde. Okay, da bin ich. Bitte schleich dich nie wieder so. Weißt du was wegen Sarah, der Frau aus deinem Haley damals? Nichts. Nichts? Hey, warte. Das braucht etwas Zeit, okay? Ich riskiere mein Leben, wenn es jemand rausfinden sollte. Die Kerle mit den Schnappen. Ihr spielt im selben Team, O'Brien. Hör zu, das sieht nur so aus. Hör mal, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Aber ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Nein. Ein Wellenlängenrekorder und ein paar GPS-Sender. Du musst nur... Bleib keine Zeit, hör zu. Scheiße, ich weiß nicht mal deinen Namen. Deacon Sancho. Gut, hör zu, Deacon Sancho. Wenn ich mein Leben riskiere, damit du dein Mädchen findest, Sarah, dann musst du auch was für mich tun. Okay. Achte auf das Funkgerät. Ich melde mich gleich. Du kennst nicht mal meinen Namen? Du wirst ihn schon auch kennen, wenn wir fertig sind, O'Brien. Wie gefällt das, ne? Funkgerät achten? Ich hatte es die ganze Zeit bei mir, du Dreckskerl. Das gefällt mir nicht. Oh Gott, wie lange muss ich jetzt wieder warten? Das gefällt mir überhaupt nicht. Hallo? Hörst du mich, Deacon?
Ja, ich höre dich. Was soll der Scheiß hier? Was willst du? Ich habe diesen Kanal für andere blockiert. Er ist sicher. Was willst du? Ich habe dir über Funk ein paar Koordinaten geschickt. Du musst diese Orte aufsuchen und... Was? Wieso? Hör mir einfach zu. Vor Ort befinden sich mehrere Nero-Arbeitsgruppen. Ich muss wissen, was sie vorhaben. Dann frag sie doch einfach. Ich kann nicht. Hör zu, das ist eine lange Geschichte. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Sagen wir es mal so. Leute, die weit über mir stehen, führen hier alle ihre eigenen Feldmissionen durch. Niemand weiß, was die jeweils anderen tun. Die Welt geht unter und ihr Scheißkerle tut so, als wäre nichts passiert. Wohin? Ich schicke dir die Koordinaten. Verdammt, O'Brien, okay. Ich sehe mal, was ich tun kann. Versuch, so viele wie möglich zu erreichen. Da gibt's aktive LZ, Landeplätze, geprüfte Ausstiegsstellen. Ja, verstanden. Aber dafür bist du mir was schuldig, O'Brien. Ja. Ich hab's schon. Einen Moment. So richtig genervt. Ja. Der Zustand vom Bike. Kann ich das mal bitte sehen? Nein, kann ich natürlich nicht sehen. Ach Mann. Drifter. O'Brien, ja, ich höre dich. Was willst du? Einer unserer Helis ist in deine Richtung unterwegs. Du musst ihm folgen. Ihm folgen? Warum? Mach schon! Verlier ihn nicht! Ist ja gut, okay. Mach ja schon. Was geht eigentlich ab, O'Brien? Warum bin ich hier draußen und jage Hubschrauber für dich? Ihr Zielort ist geheim. Ich komme an die Daten nicht dran. Die genauen Koordinaten habe ich leider nicht. Du musst ihm folgen. Oh Mann, habt ihr Leute denn keine Spionagesatelliten oder sowas? Zumindest habe ich keinen Zugriff. Ich sagte doch. Kommst nicht ran, ja, schon klar. Verlier sie nicht. Tu mein Bestes. Los jetzt, der Vorsprung darf nicht zu groß werden. Langsamer. O'Brien, Sie landen. Gut, dank dir habe ich jetzt Ihre Koordinaten. Geh lieber zu Fuß weiter. Zu Fuß? Sie dürfen dich nicht sehen. O'Brien, bin da. Was soll ich jetzt machen? Jede Forschungseinheit hat einen Wissenschaftler, wie mich, der von ein paar Gorillas bewacht wird. Du musst an den Wissenschaftler rankommen. Der Rekorder steht auf dem Kanal, den wir zur Datenaufzeichnung nutzen. Er wird alles aufzeichnen, was sie tun. Okay, ich soll mich also in die LZ schleichen, in der es von schwer gepanzerten, schießwütigen Soldaten nur so wimmelt, damit du so einen Rechenschieber-Typen ausspionieren kannst? Rechenschieber? Dein Ernst? Ich hab einen verdammten Doktortitel. Ach ja? Wald- und Wiesendoktor vielleicht. Hast du die Sender noch, die ich dir gegeben habe? Oh, ich wollte sie verkaufen, aber die meisten von uns haben keinen Zugang zu beschissenen Satelliten. Ich soll am Hubschrauber rankommen. Ich einen davon am Heli. Bei fast allen Missionen gibt es geheime Orte, die nirgendwo auftauchen. Ich will wissen, wohin sie als nächstes gehen. O'Brien. Du musst nicht fragen. Ich durchforste bereits unsere Akten nach Hinweisen auf Evakuierungen. O'Brien, Ende. Das hier muss es sein. Was zum Teufel macht ihr hier draußen? Keine Ahnung. Ewig ist eine lange Zeit. Oh.
stand noch nicht mal im Dienstplan. Du hast immer was zu meckern. Ich hab was gehört. Ich bin fast fertig. Feldnotiz 2071. An Standort 14 Alpha ist ein großes männliches Exemplar mit der bestätigten Albinismus-Mutation in die Falle gegangen. Subjekt zeigt wie erwartet mangelnde Hauptpigmentierung und rötliche Augen. Die Muskelmasse scheint um 40% höher zu sein als bei normal infizierten Subjekten. Wie haben Sie sie nochmal genannt? Bleacher? Tja, sie sind real. Dies war zwar erst das dritte Subjekt, das wir studieren konnten. Ihre Kraft und die Fähigkeit, Schaden zu absorbieren, machen eine Annäherung extrem gefährlich. Aber andere Berichte legen nahe, dass bereits über 1000 Exemplare in der Gegend gesichtet worden sind, was immer die Mutation bewirkt. Sie verbreitet sich rapide. Wie lange dauert das wohl noch? Woher soll ich das wissen? Wir verschwinden, wenn der Doc fertig ist. Jetzt darf ich auch noch zurücklaufen, ja? Wie lange das wohl dauern wird? Verdammt lange. So lange dauert's. Was zur Hölle, O'Brien? Was ist? Hier ist ich sag jemand. Dir, was ist. Deine Leute haben einen Freak aufgeschnitten, der noch am Leben war. Was ist mit der Anzeige das von deinem Anschluss? Das sind meine Leute. Was geht dich das überhaupt an, ha? Seid ihr nicht, wie nennt ihr euch noch so gern selbst, Drifter? Du killst die Viecher für Geld, oder wie macht ihr eure Tauschgeschäfte? Ja, ich töte Freaks, aber ich schlitze sie nicht lebend auf und höre mir an, wie sie schreien. Hast du meine Daten? Ja. Ich hab die Daten. Okay, ich lade sie jetzt hoch. Ich melde mich. O'Brien, Ende. O'Brien. O'Brien. Verdammt, er hat's schon wieder gemacht. O'Brien, rede mit mir. Scheiße, wehe, du meldest dich nicht, O'Brien. Noch ein Plünderer-Camp. Ja, ich weiß schon, was ihr Arschlöcher vorhabt. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Ich melde diese Worte schweren Herzens. 6 Tote und 2 Verletzte in meinem Camp. Und nicht durch den üblichen Scheiß. Nein. Na, wer weiß, was die mit denen geplant haben. Werden sie ja nicht umsonst untersuchen. Oh, kann ich ein bisschen spielen? Und hätten eine ganze Gruppe Männer und Frauen ausgelöscht, die schrien und um Gnade bettelten. Bürger dieses Landes! Und sie knallten sie ab. Meine Männer schossen zurück. Aber shit. Wir haben nicht zum letzten Mal von ihnen gehört. Sie jagen jene von uns, die gewagt haben zu überleben und ihre Pläne durchkreuzen könnten. Aus, damit sie endlich wieder aus ihren Löchern kriechen können. Bleibt wachsam, Leute. Und achtet immer genau auf den Himmel. Hier ist Mark Koppler für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, denke ich auch mal, die wollen die als Waffe benutzen. Ist ja meistens so mit dem. Wenn sie die Viecher untersuchen. So, was ist denn jetzt die nächste Story-Quest hier? Sherman's Camp Wimmel von ihnen. Verdienter Lebensunterhalt. Okay. Infizierungsgebiet möchte ich jetzt nicht machen unbedingt. Dann machen wir den Lebensunterhalt.
Wölfe. Ich hasse Wölfe. Der hat Schnupfen, der kann mich nicht riechen. Der hat bestimmt Corona. Hey, mach auf! Das ist dieser Drifter. Oh, hey. Kann man bei dir die Taschen denn voll machen, oder was? Suchst du nach etwas Bestimmtem? Vorräte. Alter, okay, das kostet 400, die Munition. Ja, mach ich das, mach ich's nicht. Sehr gut. Okay. Bye. Ja, bye. Hey, ist geöffnet oder was? Ich mach das schon. Du brauchst echt viel Sprit, was? Was denn viel Sprit? So einen ganzen Tag vor euch unterwegs, ihr Lappen. Kriegt ja allein nichts hin. Deacon, hey. Ist alles okay? Was ist? Deshalb bin ich eigentlich nicht hier. Okay. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht was brauchst für die Krankenstation. Eigentlich brauchen wir so ziemlich alles. Es fehlt immer was. Zum Beispiel Medikamente, sterile Verbände, Instrumente. Hier. Ein Listenmesser. Ja, das verwendeten die Ärzte im Bürgerkrieg für Operationen im Feld. Operation? Ja, damals gab es noch keine Anästhesie oder Laudanum. Hier steht auch, wo du vielleicht eins finden könntest. Das ist die Broschüre vom Besucherzentrum. Sherman's Camp, ja, der Ort, an dem es vor Freakern nur so wimmelt. Ich schau mal, was ich tun kann. Ja, ich... Deacon. Danke. Sherman's Camp hört sich für mich überhaupt nicht toll an. Listenmesser. Rüber nach Sherman's Camp. Das wird die Hölle da sein. Ja, das befürchte ich auch. Ich will hier heute keinen Ärger. Ach, das ist da, wo wir schon waren? Okay, das sollte nicht so schlimm sein. Wenn da keine Zombie-Horden sind. War mein Glück. Nein, Moment. Nee. Ich mach das. Thank you.
Sherman's Camp ist nicht mehr weit. Oh, fast, Junge, aber auch nur fast. Hier ist es. Ja, auf ihn, auf ihn! Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Verletzte! Verletzte! Ich muss nachladen! Das Besucherzentrum. Ich muss da irgendwie rein. Ja. Ich weiß auch schon, wie wir reinkommen. Die Tür ist verriegelt. Ich wollte eigentlich die Tonne da hinschieben, aber das ist wohl nicht möglich, okay? Gut, denn nicht. Hast du nicht gesehen, dass ich kacken muss, oder was? Mann, ey. Noch nicht mal in Ruhe kacken darfst du hier. Okay, wie krieg ich dich da runter? Eine Feuerleiter. Schade, ich dachte, das geht. Hier runter. Hm, leider nicht. Hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Ach, ich glaube, ich weiß, was gleich passieren wird. Der Alarm wird losgehen. Listenmesser. Na, doch nicht. Also, ich sollte es Eddie bringen. Hm.
Ach, in diesem Spiel ist doch alles möglich, Lena. Also das hat mich auch nicht mehr gewundert. Danke, Deacon. Du ahnst ja nicht, wie dringend wir das brauchen. Kein Problem. Schön, dass ich helfen konnte. Da ist jemand am Tor. Mach das Tor auf. Drifter. Ich hab Guse noch nicht gesehen. Dein Freund, oder? Mann, ja. Ja, lau mich nicht voll, natürlich. Ist das mein. Natürlich ist das mein Freund. Oh, du bist's. Kümmer dich einfach um deinen Laden. Klar, okay. Ciao. So. Jetzt mal zu diesem Fragezeichen. Was ist hier los? Ja, mal lieber abhauen. Sony claimt uns wieder. Hey. Oh. Hier ist das Messer, das du haben wolltest. Vielen Dank, wirklich. Ja, kein Problem. Suche nach Lisa. Ach, im infizierten Gebiet, ja. Meine Begeisterung hält sich mal wieder in Grenzen, aber okay. Werde ich nicht immer, Jens. Hey. Ja, gut. Na gut. Gut. Bis dann. Oh, du bist's. Schatz da aus dem Weg, danke. Okay, das hier muss es sein. Lisa, ich werde dich retten. Sie muss irgendwo hier draußen sein.
Ja, vielleicht machen wir denn. Komm schon, wo steckst du? 6 Nester. Ach du Scheiße. Okay, wo bist du, Kleiner? Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Nee, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf, dass hier ein Nest sein könnte? Noch ein Nest, bleib mal los. Lisa, wo bist du? Wieso siehst du mich? Verdammt, du musst hier doch irgendwo sein. Ja, die spielen unfair. Die können mich riechen. Ich brauche unbedingt Schrott. Wir gucken erstmal nebenbei noch nach Schrott. Brauche unbedingt. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich hoffe, es gibt hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. Bierflasche. Ja, warte mal. Nichts verkommen lassen, auch keine Bierflasche. Oh Mann. Wie zur Hölle komme ich da rein? Ja, von hier, aber das machen wir noch nicht. Wir gucken erstmal nach den Nestern. Nein, sie ist nicht hier. Wo bist du, Lisa? Ja, es schneit.
könnte aber auch Koks sein, ich weiß es nicht. Das macht sich auch gleich an meiner Performance bemerkbar. Gefühlt 20 FPS. Mal auf, immer auszuweichen. Oh, Alter. Ihr kommt auch aus dem letzten Loch gekrochen, wa? Tschüss. Ich befürchte, ich werde hier noch derbe aufs Maul kriegen. Was wollt ihr mich verarschen?
Durch, ja. Ja, das geht. Hier drin. Nein, ich habe keinen Schrott, scheiße. Oh, schön hat sie es hier. Ist das Lisas Handschrift? Ich will vergessen. Ist irgendwie etwas, das sie schreiben würde. Ja, Schrott. Okay, dann werde ich mal ganz kurz warten, bis sie die Biker getötet haben. Dann muss ich mich darum nicht kümmern. Jo, mach mal. Das war's. Runter, Freaks! Freaker! Oh, fuck. Verdammt, da war jemand. Was? Was geht? Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ihr nicht, Jungs, ihr nicht. Wusste ich gar nicht. Sabotage geht auch und dadurch kriegt man Schrott. Das ist gut.
Natürlich müssen sie gleich hier rumtümpeln. Wie viele Drifter habt ihr heute schon gekillt, ha? Ja, das denke ich mir, wenn ich euch sehe. Was zum Teufel? Sitzt jemand in der Falle? Wohl auch gedacht, ich bin bescheuert, wa? Ich sehe euch nicht. Die kleinen Kackspaten. Das ist ja noch eine. Weiter so! Wir haben sie! Irgendwann musst du stehen bleiben. Ja. Da war ich wohl ein bisschen blind. Es ist nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Da gehe ich hin. Oh, zeig's mir. Zeig's mir. Oh Gott, jetzt habe ich so viel Auswahl. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Danke für deine Hilfe. Das war echt knapp. Kein Problem, Alter. Ich hab's nicht geschafft. Danke. Ja, sag ihnen, es war Deacon St. John. Nicht anhalten, bleib in Deckung. Habt ihr noch ein bisschen Schrott für mich? Please. A little bit. Nein, natürlich nicht. Leck mich doch am Arm. Ja, die waren halt besser versteckt. Oh, sieht das nicht schön aus? Hallo.
Oh, die Performance hier, ne? Ein Traum. Scheiße, mach schnell. Ich seh mich nur mal um. Shit, du brauchst echt viel Benzin. Ja, das hast du schon mal gesagt. Halt doch mal das Maul. Fällt dir nichts Neues ein, du brauchst echt. Was geht? Okay, tschüss. Ja, tschüss. Oh, hey. Ja, hi. Sehr gut. Okay, was ist das? Eine M14. Die macht auf jeden Fall ordentlich Damage. Na gut. Also, gut. Bis dann. Vor ein paar Monaten waren wir beim Crazy Willy. Hey, ich wollte mal sehen, was der Faulpelz so treibt. Wie geht's, Boozman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Boozer. Hey, du darfst hier nicht rein, Deacon. Hey, was ist hier los? Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich habe das Antibiotikum nicht genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, wenn ich... Ich sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Warten? Okay. In Ordnung. Nein, es muss noch irgendetwas geben, das ich tun kann. Ich könnte... Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen... Eddie, ich kann... Dick, mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Bitte, geh nach Hause. Er hat kein Zuhause. Geh nach Hause, Deacon. Dick. Scheiße, die. Und? Schafft er es? Ja, Schizo, er wird wieder. Er wird den Scheißdreck ganz gesungen. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Deine Eminem-Sammlung, oder was? Garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Farewell am Flughafen gearbeitet hat, beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey! Dieser Drifter. Er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff. Gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das ich trau den Typen keinen Meter. Fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Ich mag ihn auch, ne? Hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... Ah, ja. Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein scheiß Drifter. Was erwartest du?
Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Sag, ich trau den Laffel überhaupt keinen Meter. Ja, Skizzo, auf dich können wir immer zählen. Oh, Scheiße. Und jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch rumzuhängen. Also, ich würde nicht sagen, das ist ein Drecksloch. Es sieht schon nach was aus hier. Würde ich auch gerne wohnen. Na gut, außer vielleicht diese versifften Waschbecken, aber... Dafür sind die Klos sauber. Da denke ich auch, einen Lappen und ein bisschen Spucke und dann geht das wieder. Hallo. Hi. Hey, wie geht's dir? Was? So viel hab ich leider nicht. Oh Mann. Na dann. Bis bald mal. Tschüss. Was schnauft auch für mich? Kein Job verfügbar, denn nicht. Hey Mann. Ich schau mich nur um. Was hast du denn da? Alter, das sind doch alles... Ah, Preise, die entrüsten. Wenn du weißt, was du willst. Ja, mach ich. Oh, das ist es wieder. Wir haben wieder nur Camps, die wir machen können. Camps, Camps, Camps. Ja, wir sehen uns. Geht's um dein Bike? Ich schau mich mal um. Ist das okay? Moment noch. Okay, da möchte ich überhaupt keine Schnellreise hinmachen. Aber wir machen es trotzdem. YOLO! Thank you.
da kommen sie schon. Hey, St. John, hörst du mich? Ja, Skizor, ich höre dich. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Meine Güte! Also, wo waren wir stehen geblieben? Diese Sache, über die wir gesprochen haben. Okay, wie war das? Diese Sache, über die wir gesprochen haben. Das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Das war eben richtig. Nein, Skizor, keine gemein. Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hatte. Ja, klar, was immer du sagst. Was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Eine Plage weniger, hä? Das war's. Na, scheiße ist. Hey, St. John, wo steckst du, Bruder? Ich bin hier, Skizor, aber ich bin nicht dein Bruder. Ist mir echt scheißegal. Ich will doch nur deinem Bruder helfen. Diese Sache da, sagen wir mal, du solltest jetzt losfahren. Oh, du meinst die Grenze mit den Rippern? Sehr witzig, das meinte ich nicht. Ich wollte nur sagen, falls du überlegst, loszufahren, wie nennt ihr Drifter das noch gerne? Eine Tour machen? Wäre jetzt die richtige Zeit. Verstanden? Ja, Skizor, wie immer. Ich hab's verstanden. St. John Ende. Das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. War doch was. Nee, da war nichts. Du hast dich verguckt, Junge, da war echt nichts. Was ist das? Was ist das? Das ist der Licht. Jetzt der Rest von euch. Wir werden angegriffen! Mann! Komm schon. Zeig dich. Zeig dich.
der Entfernung kannst du es vergessen. Aber Hauptsache die treffen mit allen, weißt du? Scheiß NPCs. Denn her? Tschüss. Idioten. Alter, wie viel hält der aus? Du musst nachladen. Okay. Warte, ich helfe dir. Musst du auch nachladen? Ich glaube, das war's. Die Straßen werden etwas sicherer sein. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Okay, wo habt ihr euren Bunker versteckt? Oh, Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Was ist denn mit dir passiert, Junge? Ah! Danke für das Meat-Kit, aber über Schrott würde ich mich gerade mehr freuen. Gib mir Schrott. Gib mir noch mehr Schrott. Die Musik hört sich wieder sehr toll an. Schrott reicht einfach nicht dafür. Show me the bunker. Show me the bunker. Thanks for showing.
Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Oh, fürs Copeland Camp, okay. Herstellungsrezept freigeschaltet. Konzentrationscocktail. Ja, danke. Papiere. Notizen zum Bauen. Vielen herzlichen. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt noch die beiden Punkte aus, die ich gerade gekriegt habe, und dann machen wir Feierabend für heute. Ja, nice. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, würde mich freuen, wenn ihr Freitag auch wieder dabei seid.